Die News aus der Stadt in der heutigen Zeit in Irun, Inkopolis. Ein hinterkuläres Hallo. Hier kommt das neueste Update. Was gibt's Neues? Ab sofort sind Rangkämpfe verfügbar. Boah, echt? Hier beweisen wahre Splat-Spezialisten ihr Können. Ist ja irre. Und nun zu den aktuellen Standardkampf-Arenen. Trommelwirbel, tada! Die haben in diesem Center die besten Fischstäbchen und dazu noch die extra Portion Mayo. Hör auf, ich krieg Hunger. Hier muss man aufpassen, wo man hintritt. Sonst gibt's ein unfreiwilliges Bad. Und mit Wasser hatten wir es ja noch nie. Und nun zu den aktuellen Rangkampf-Arenen. Und tada! Wie wär's mit einem Tipp für die Strategie? Ich schau gerade mal online nach. Ich sehe mir gern Kunst an, man lernt so viel dabei. Und was lernt man da so? Im Stehen zu schlafen? Und dann flossen, Freunde, bis zum nächsten Mal. Bleibt spritzig. Ein neues Update? Naja, egal. Ich habe es bis jetzt erstmal gestartet, deswegen kam, glaube ich, diese Meldung. Heute werden wir im letzten Part online spielen und die MGO-Mission ausprobieren. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt dahin. Wir werden nicht viel spielen, aber noch. Ich will so ein bisschen zeigen, halt wenigstens. Also, ich habe hier den grünen Inkling Squid Amiibo. Den tue ich aber kurz einscannen. Perfekt. Da ist er. Und ich weiß nicht, muss ich den Namen geben? Er hat noch einen Namen von damals. Ich habe ihn damals Squiddy genannt. Ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube, ich habe es bei einem anderen YouTuber gesehen. Und wusste ich, was man da machen muss. Hat man einfach auch so genannt, glaube ich. Tagchen, Kumpel. Lieb von dir, dass du mich gerufen hast. Dir juckt sie in den Tentakel, genau wie mir. Du brauchst eine Aufgabe, stimmt's? Mir war so langweilig, dass ich mir ein paar Spielchen überlegt habe. Na, nur so auf etwas Abwechslung? Ich hörte, du hast im Octo-Distrikt für einen Seebeben gesorgt. Hab's sogar selber gesehen. Hast die ollen Seewürmer richtig rumkrebsen lassen. So gehört sich das. So kann ich dich auf eins meiner Spielchen einladen. Na, Lust bekommen? Du gehst auch nicht leer aus. Versprochen. Willst du dich an diesem Spielchen versuchen? Boy, what? Ja, man kann hier nämlich, Level machen. Die sind auch vorher ausgewählt. Und man muss die mit dem, eine Ulti machen. Mit dem, Titan-Inkling oder so, ich weiß nicht, wie er heißt. Und ich würde sagen, wir tun einfach mal die von jedem, ein paar Spiele von jeder Welt. Der Endboss wäre natürlich schon cool. Aber würde zu viel Feist Zeit fressen. Let's go, spielen wir das erste Level. Ich finde es so cool, diese Idee. Auch geil, dass ich den Inkling habe, denn, Achtung, also den Squid, da ist er. Schaut ihn euch einfach mal an, der ist so geil. Ja, ist einfach nur so ein bisschen zum Rumspielen. Ist wirklich schwierig, wie man sehen kann, weil er ist einfach unbesiegbar. Aber es sind mehr Gegner, glaube ich sogar. Oh, man kann Fischeier sammeln, das ist cool. Oh, aber trotzdem hat er noch ein Schild. Trotzdem macht es übelst Bock, einfach so rumzuschwimmen. Und vor allem die Boss ist noch echt spaßig. Vor allem der Endboss, den haben wir auch letzte Folge gemacht. Da muss man nämlich nur ganz jetzt springen. Gegen die Fäuste. Das ist echt easy. Ah, da ist der Sprungpunkt. Und das sieht auch so cool aus, so mächtig. Das ist echt geil. Und dann halt durchgehen mit dem zu spielen, war eigentlich schon ein Träumchen für mich früher. Weil ich den immer so cool fand. Und dann musst du verschießen. Komm, Nintendo mit dir. Nice. Nice. Boah, bevor mich schnell jetzt einfach geht. Gibt's die Kiste? Es gibt die Kiste. Wie er hochschwimmen kann. Ah, es gibt noch Fischeier. Soll ich den killen, ja, oder? Kein Problem. Das ist so easy. Es gibt auch andere Missionen. Du musst sogar mit dem Roller dann durchlaufen, beim Inkling Mädchen. Und beim Inkling Jungen, glaube ich, mit einem, geile Rüstung. Mit einem, einer Sniper. Bin ja mir nicht ganz sicher. Kann auch andersrum sein. Auf jeden Fall schalten auch mal neue Waffen so frei.
Hier schaltet man eine neue Rüstung frei. Die kann ich euch vielleicht noch später zeigen auf meinem alten Account. Den habe ich auch noch. Da kann ich mal nachschauen. Soll ich die Rüstung eigentlich haben? Und ich soll es auch eigentlich inzwischen 2 haben. Denn da ist natürlich schon die Bauchhalle kompatibel. Wenn ich nicht gesehen habe. Ups. Einsammeln. Und das war's auch schon. Nice. Ey, das macht so Bock. Ich würde sagen, ich spiele noch 2 Missionen. Oder vielleicht. Oder komm, sag mal eine Mission noch. Einfach eine schwierigere aus der hinteren Welt noch. Und dann spielen wir noch einen Rangkampf und einen Standardkampf. Und wir kriegen sogar Geld dafür. Dein Talent ist wahrlich imposant. Die Belohnung hast du dir redlich verdient. Nice. Ich würde sagen, wir spielen noch ein Level. Spielen wir das mit den Octoduschen. Seid ihr mit 3,30? Ja, komm, das kriegt man hin. Vor allem die Duschen, da sollten wir eigentlich schon ein Secret sein. Da soll es auch übelst Bock machen. Also, let's go. Oder? Ja. So geil. Das ist einfach nur für den Spaß da. Das ist halt nicht schwierig oder so. Und das ist das Geile daran. Ich glaube, man spielt auch mit, oder? Spielt mit anderen Ultis in der anderen, in den anderen Amiibo-Missionen. Ich glaube eigentlich nicht, weil es gibt ja eigentlich keine andere Ulti, die man so durchgehend hat. Wie jetzt hier der, ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Aber ich glaube, wo ist der Titan, glaube ich. Vielleicht, Tintenfisch-Titan. Ich glaube schon so Tintenfisch-Titan oder so hieß der. Da war noch ein Sprungpunkt, oder? Nee. Getan. Ah, jetzt gibt's die Sniper auch noch. Oh, da muss ich rüber. Was mache ich denn? Oh mein Gott, ich Idiot. So, mal hoch. Oh, jetzt wird ich komplett weg, da bin ich wieder. Ich würde euch gerne auch die anderen ganzen Missionen zeigen. Aber ich habe die leider nicht. Die ganzen Niveau. Ich überlege es mir noch irgendwann zuzulegen. Aber wenigstens habe ich einen. Und Alter, das ging voll schnell. Wir hatten 3 Minuten 30 Zeitlimit. Wir haben. Wie lange haben wir gebraucht? Wir hatten noch 2 Minuten, glaube ich, übrig. 1 Minute 30. Das ist halt wirklich nichts. Aber macht Spaß, das ist das Wichtigste. Wenn ihr Geld bekommt, hast du können uns gleich was einkaufen. Der Internet ist wahrlich imposant. Die Belohnung hast du echt verdient. Nice. Und dann chillt sogar noch hier drin. Echt nice. Okay, da würde ich sagen, schauen wir mal kurz aufs Gamepad. Also ich schaue aufs Gamepad. Ausrüstung. Anpassen, da unten steht's. Einfach plus drücken. Da kommt man hier rein. Probieren wir mal die ganzen neuen Sachen aus, die wir letzte Folge bekommen haben. Hier ist das Heldengezeug. Das kennen wir. Da haben wir die ganze Zeit gespielt. Aber es gibt. Oh mein Gott. Spiel gedrückt natürlich. Aber es gibt natürlich noch die Octolink-Rüstung. Die können wir auch gleich noch ausprobieren. Die sieht auch ganz cool aus. Da gab es früher immer so Videos, wie man als Octolink spielen kann. Und ich dachte mir, die wären echt, aber das war alles halt gehackt. Aber ich, dummes Kind, wusste es natürlich nicht, weil ich noch klein war. Und wollte dann immer schauen, wie man das macht. Und habe es aber nicht verstanden. Ja, sie ist nicht wirklich aus dem Octolink. Aber wenigstens die Rüstung ist ganz cool. Waffenladen gehen wir nicht rein, wir müssten erstmal schauen, dass wir coole Ausrüstung bekommen. Ich will einen guten Hut haben. Wer ist jetzt uns ja akzeptieren eigentlich? Hallo, tut mir leid, aber ich kann leider nur flotte Fische mit was? Ach so, ich dachte schon wieder, wollte ich beschweren, dass ich wieder offline bin anscheinend. Aber okay, ja. Wir müssen erstmal Level 4 erreichen, bin Level 1, ich Profi. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in unseren ersten Kampf. Let's go, bin übelst hyped. Willkommen in der Lobby. Von hier aus geht es in die Arenen. Durch Teilnahme an Kämpfen steigt deine Stufe und du erhältst Geld. Mit deiner hohen Stufe hast du in den Läden mehr Auswahl. Außerdem werden neue Kampfmodi freigeschaltet.
Mit dem gewonnenen Geld kannst du Waffen und Ausrüstung kaufen. Wenn du es bis an die Spitze bringen willst, musst du dich durchkämpfen. Wähle zuerst Standardkampf. Übung macht den Meister. Schalte den Läden einen Besuch ab, wenn es deine Stufe erhöht. Die Läden findest du im Zentrum. Viel Spaß und viel Glück. Wenn du an Online-Kämpfen teilnimmst, können deine Spielstatistiken im Spiel und online veröffentlicht werden. Ja, bla bla. Wir können keinen Rangkampf spielen. Obwohl doch, vielleicht mal schauen. Privater Kampf. Obwohl, ich glaube, Standardkampf reicht eigentlich. Rangkampf, das ist halt mit besonderen Items und so. Wie zum Beispiel, oder halt so Turmkommando, da muss man halt auf dem Turm stehen und schauen, dass der halt durch die gegnerische Base am Ziel ankommt. Man muss. Alter, wie viele Spiele es doch gibt. Es gibt, dann gibt es noch mit der Goldfischkanone. Da muss man die auch durch die gegnerische Base bis zu einem Turm bringen. Und ansonsten gibt es noch so ein Zonenspiel. Da gibt es so Zonen und wer halt am längsten in der Zone alles eingefärbt hat, der kriegt halt den Sieg. Und ja, so quasi ist das hier auch. Wir müssen halt jetzt alles einfärben bei beim Standardkampf, Revierkampf. Und wer am ersten eingefärbt hat, der hat halt gewonnen. Ja, mal schauen, ob wir überhaupt dazu kommen, denn ein Spieler fehlt noch. Scheint sich gerade nur 7 Spieler auf der ganzen Welt online ins Platoon. Und vor allem, dass die Runde nicht einfach startet mit 7 Spielern. Noch 30 Sekunden, dann mal schauen, was passiert. Entweder startet die Runde oder wir werden alle gekickt. Ich probier's mal nochmal. Mal schauen, ob wir jetzt in den Lobby reinkommen, wo mehr drin sind. Aber sieht nicht so aus. Noch einer, komm bitte. Ich warte schon so ewig jetzt die ganze Zeit. Sind auch nur die gleichen, hier Mr. Skittles zum Beispiel. Komm, einer noch. In 180 Sekunden wird doch irgendwer jetzt reinkommen. Hab keinen Bock, nochmal 3 Minuten zu warten. Ja! Let's go, endlich! Ich glaube, wir werden nur eine Runde spielen, denn ich habe keinen Bock, immer gefühlt 20 Minuten darauf zu warten. Also ich weiß nicht, wie lange es war. Ich glaube, es waren jetzt fast 10 Minuten. Okay, let's go. Camp Schützenfisch. Das sind wir. Mit unserem Junior-Klecksesser, glaube ich. Alle haben den einfach. Außer einer. Ja, man kann auch cool und zu mir sagen und so. Du musst laufen. Perfekt, jetzt läuft er los. Ist auch alles noch Anfänger, Level 4 oder so. Ich kenne mich hier noch ein bisschen aus. Ich habe sehr viel gespielt. Ich glaube, fast sogar über Level 20 oder so. Irgendwann wurde, glaube ich, schon nachgepatcht, dass es noch mehr Level gab. War es ein bisschen weird irgendwie mit dem Aufsteigen? Gab es ein neues Punktesystem ab dem Level? Habe ich nicht gecheckt. Deswegen habe ich auch nicht mehr so viel gespielt online. Habe dann für Freunde den Endboss mal besiegt, weil ich einfach zu gut war in dem Spiel. Weil den ich geschafft habe. Aber der war auch echt schwer, der Boss. Vor allem damals, wie alt wann war das, vor 7 Jahren? Wenn man so 9, 10, 11 ist, dann ist das schon echt schwer. Weil ich fand den auch schon ziemlich schwer. Ich bin auch einfach verreckt. Aber ich finde es geil, dass er noch läuft, der Online-Modus. Weiß gar nicht, ob der auch Peer-to-Peer war oder ob der, ob es hier Server gab. Aber ich weiß auch Peer-to-Peer. Aber bisher läuft es doch ganz gut. Nix stürzt ab. Und ich habe auch keine Lags bisher. Auf der Karte kann man nachschauen. Ich kann auch zu anderen Spielern springen. Wenn ich auf die drauf tippe. Ich kann auch jetzt hier zum Beispiel meinen Kugel aktivieren. Und jetzt killen wir einfach ein. Let's go. Welche Bombe habe ich denn? Nice. Man kann das Kugel, soweit ich weiß, auch noch übertragen oder so. Oh, es ist voll gemein, wie wir einfach campen. Aber naja. Kann man nichts machen. Okay, jetzt hat es auch bekommen, weil ich das ihm gegeben habe. Das ist halt ziemlich cool. Also man kann so easy Kills farmen hier. Aber gut, es sind halt auch nicht so viele aktive Spieler. In den ganzen Sweats sind jetzt alle ja schon zum 2 drin. Also hier einfach schon auf dem höchsten Level sind.
Weiß ich gar nicht, was das höchste Level ist. Und das war ziemlich schlau. Hätte ich keine Chance. Kann auf die Karte schauen. Ja, wir liegen sehr weit vorne. Jetzt sind hier ein bisschen hoch zugegangen. Das heißt, man kann jetzt hier hochschwimmen und kann neue Bereiche jetzt einfärben. Das mache ich natürlich in den letzten paar Sekunden noch. Ich kann doch rüberspringen, da ein bisschen einfärben. Aber wir sollten eigentlich gewonnen haben. Und komm, ich glaube, ich tue mich nochmal quälen und gehe noch eine Runde rein. Weil es hat schon ziemlich Bock gemacht. Und dann war der Miesrichter wieder. Und wir kriegen 1000 Punkte als Siegbonus. Vielleicht steigen wir sogar auf. Platz 1 mit 5 Kills und einem Tod nur. Nice. Und wir steigen direkt auf Level 2 auf. Fast Level 3 sogar. Geil. Und die Ausrüstung bekommt auch Punkte. Finde ich ziemlich nice. Ich würde sagen, wir tun mal schauen, dass wir eine neue Waffe kaufen können. Mit 1900 Münzen oder so. Ich weiß nicht, gar nicht viele Münzen mehr haben. 2600 oder so. 4500, oha. Sollte man schon eine neue Waffe kaufen können. Außer er findet mich nicht cool genug und ich muss auch Level 4 aufsteigen. Hallo, hallo. Du suchst neue Waffen? Dann hast du ins Schwarze getroffen. Alle Waffen kommen im Set aus Hauptwaffe auf ZR, Sekundärwaffe und R und Spezialwaffe. Als besonderen Service kannst du alle Waffen vor dem Kauf testen. Drücke dazu einfach Y. Weitere Infos zur Sekundär- und Spezialwaffen findest du, wenn du das Home-Menü drückst und die Anleitung aufrufst. Das machen wir jetzt mal, oder? Home-Menü. Und jetzt, die Anleitung. Ich habe so nie gemacht, will es mal ausprobieren. Ob es da wirklich für jedes Spiel dann so eine eigene Anleitung dafür gibt. Das wäre schon ziemlich cool, auch für eine Switch eine ganz gute Idee. Weil, zum Beispiel bei Kirby's Vergessene Land, da gab es viele Moves, die man zum Beispiel jetzt nicht wusste. Und, okay. Interessant. Wichtige Informationen. Gesundheit und Sicherheit, bla bla bla. Controller, wahrscheinlich die Steuerung hier. Wie Fernbedienung plus Classic Controller Pro. Controller Pro hieß es damals. Ach du Kacke. Aber ja, wir können da Sachen lesen. Du hast schon den einen oder anderen Kampf hinter dir, oder? Da habe ich doch glatt was Neues für dich. Glexer, teste das gute Stück mal. Ach, der gute alte Glexer. Seine Urversion leistete im großen Revierkampf schon treue Dienste. Im modernen Design sorgt er auch beim Nachwuchs für Furore und macht Lust auf Revierkämpfe. Vollautomatischer Glexer, Insta-Bomben und Bombenhagel. Das Richtige für junge Rekruten. Natürlich greifen auch Profis gerne auf die beliebte Grundausstattung zurück. Sind das etwa die lang verlorenen Pläne meines Großpapas? Wo hast du die denn her? Eine Grünfosse wie du kann damit nichts anfangen. Her damit, aber Dalli. Mit diesen Plänen und meinem überragenden Verstand kann ich mein Angebot noch erweitern. Oh, das sind die Dings, oder? Wo wir bekommen haben von... Eine Waffe. Ha, fertig, wenn du ein Großpapa hier wäre, um seine Ideen verwirklicht zu sehen. Aber jetzt genug der Sentimentalitäten, zurück zum Waffengeschäft. Du weißt, dass ich meine Babys niemanden ohne das nötige Kleingeld und die passende Stufe überlasse. Die hätte ich Junior Glexer Plus anzubieten. Und dieses Set kam ich, als ich die Entwürfe meines Herrn Großpapa wälzte. Er wäre sehr stolz. Der Papa hatte alle Vorzüge des Junior Glexers. Sebitox-Bomben kommen obendrauf. Als Spezialwaffe kommt doch der Echolokator dazu. Startklar zum Angriff. Sieht aus, als wäre deine Stufe nicht hoch genug für all diese Waffen. Ich reserviere sie dir, bis eine Stufe mehr hergibt und ich sie dir guten Gewissens verkaufen kann. Das war viel zu vorlesen. Ich würde sagen, nimm mal die Waffe hier und die Sapiedox-Bombe. Was war das nochmal? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen noch in ein Match rein. Ich warte wieder Ewigkeiten und würde sagen, ich ziehe mal die Dings an. Die übelst coole, wie heißt sie? Heldenrüstung. Sieht doch ganz cool aus. Ich glaube, die Heldenwaffe kriegt man auch, wenn man, durch Pläne, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Lobby. Auf dem Gelbig kann man alles anklicken, natürlich. Immer ziemlich cool. Let's go. Mal schauen. Ich hoffe, dass die anderen jetzt alle nicht gerade im Match drin sind und ich alleine jetzt warten muss. Sondern dass die jetzt alle auch dann hier reinjoinen. Oder dass ich vielleicht der Einzige bin, der jetzt auf den sie noch warten müssen. Oder dass einfach kein Kampf gefunden wird. Ja, war klar. Wurde nichts gefunden. Muss einfach so versuchen, bis man halt irgendwelche Leute findet, die halt noch Splatoon 1 spielen. Naja, ich glaube, ich finde keine Lobby irgendwie. Was? Oh, wie cool. Nimmst du am nächsten Kampfteil? Ach, das ist doch nice. Alles klar.
So, es geht los. Hat wieder ewig gedauert. Und wir haben die gleiche Map wieder. Aber egal. Ich will jetzt nochmal warten. Jetzt wird gekämpft. Erstmal die ganzen neuen Bomben ausprobieren. Wie heißt die? Keine Ahnung, wie die heißt. Ah, lol. Ich kenne die Bombe. Ah, ne, ist die Ulti. Ah, die Bombe ist ausprobieren. Okay. Keine Ahnung, was die kann. Ich denke, wir müssen einfach mal einen Gegner ausprobieren. Vereinfärben kann die auch nicht irgendwie, oder? Nee, nicht wirklich. Aber was mir auffällt, mein Tintentank geht ziemlich schnell leer. Ah, stimmt, weil ich die Bombe gebrochen habe. Macht doch Sinn. So. Wieder auffüllen. Weiß nicht, ob es verbessern kann, damit man hinterher schon mal auffüllt oder so. Aber ich glaube, das geht mit den ganzen Upgrades an auf der Kleidung. Kann man ja oben rechts unter Ulti sehen. Oh, das aktivieren. Alle Spieler werden gerade auf der Karte markiert. Man kann die jetzt sehen und auch angreifen. Oh, das sieht nicht gut aus, oder? Ja. Und die Färben kommen. Was macht er denn hier? Ich weiß irgendwie nicht, wir sind alle ein bisschen lost. Boah, okay. Das war lost von mir. So, da ist hinterher mir einer, oder? Ja, ich wusste es. Nice. Krass, dass ich so viele Kills mache, hätte ich nicht gedacht von mir. Oh, die Sprinkler sind alle gut platziert. Oh Gott. Die sind alle bei uns hinten auf dem Gamepad, kann ich kurz schauen. Ja, ich sehe sie. Oh, zwei mit Sniper. Okay, mal schauen. Ich denke, ich werde von hier aus vielleicht mal schießen können. Oh, von hier nicht. Aber er kann mich da gut abschießen, ist nicht gut. Ups. Oh, verdammt. Rolle ist ziemlich OP, weil man einfach schneller ist und man halt einfach easy one-hitten kann. Auf der Map sehe ich, es sieht ziemlich gut. Obwohl, warte mal. Was ist denn hier los? Alles eingefärbt hier. Ah, wir oben kann alles hier zurück. Das ist gut. Komm, schnell. Wenigstens ein bisschen noch was schaffen. Nice. Ich denke auch, dass wir gewonnen haben. Oder ja, ich denke schon, oder? Aber das könnte sogar ziemlich knapp werden. Ja, es geht. Nice. Wir haben beide Matches gewonnen. Ich denke, Platz 1 hat nicht viel eingefärbt. Platz 2, ja, alles gut. Auch Platz 1 hat gar nicht. Ach, niemanden gekillt, sondern gar nicht gestorben, okay. Und ist Level 3. Auf Stufe 10 war er im Kampf, oder? Ja, okay, ich schaffe leider nicht mehr mit dem Let's Play. Aber naja, trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht. Auch jetzt die Online-Kämpfe waren ziemlich nice. Auch cool, dass es noch online ist. Mal schauen, wann es abgeschaltet wird. Ich hoffe natürlich niemals, weil es ist schon ziemlich cool, noch online zu spielen. Denn auch wenn das Spiel schon uralt ist, hat echt Spaß gemacht. Ambio-Mission auch übelst geil. Ciao.